Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Es ist Weihnachtszeit. Ich habe ein paar Ximerins, genau, aufgeladen. Leider muss man, glaube ich, irgendwie Level 50 sein, damit es klappt. Und ich habe nur ein Barbar Level 49. Aber irgendwie doch ein bisschen mehr noch bekommen. Irgendwie 20.000 aufgeladen und ich hatte irgendwie 4.150 oder so. Und jetzt habe ich 25.500, es hat irgendwie schon geklappt. Wer da sich ein bisschen auskennt, darf gerne da mir noch ein bisschen informieren, weil ich mir ein bisschen, ja, verwirrt über das Zeug. Ja, hier gibt es Glocken, also so mit Glöckchenflügel, mit Bändern. Sehen zwar nicht so schön aus wie die anderen Flügel, aber ich möchte irgendwie etwas kaufen, das, Flügel sind sozusagen. Ah, doch, sie sehen gleich. Oder hey, die wollte ich nehmen, genau. Ja, ich nehme die, oder? Ich möchte gerne Dämonenflügel. Eigentlich die in Schwarz. Aber die habe ich schon auf dem Ritter. Na gut, es wurde mir gesagt im Chat, dass die Weihnachtsbäume morgen kommen. Ich werde eventuell morgen einen Livestream machen und am Heiligabend und vielleicht sogar Weihnachten auch. Was? 9.000 für ein großer magischer Rucksack? Boah. Hey, das tue ich jetzt mir noch nicht an. Reittier tue ich mir jetzt eigentlich auch noch nicht an. Außer der Löwe. Nee, ich habe das Pferd. Das Pferd reicht noch, auch wenn es manchmal eben backt oder so an der Tür oder so asynchron macht. Das finde ich schon Woche. 3 € für 10 Tickets. Der beste Job. So, soll ich mir 5.000 kaufen? Ja oder nein? Bitte in die Kommentare ehrlich sein. Und wo einsetzen, auf welchem Level und so Sachen. Ich weiß nichts. Und Drop-Chance bringt, glaube ich, nichts, weil es nur mehr weißes Zeugs droppt. Also es droppt nur mehr von allem, aber nicht mehr von der Qualität. Magnet mal plus 100% für 2. Lieber nicht. Ja, mal. Mein Tee ist gekommen. So, also ein Begleiter. Würde ich eigentlich den nehmen, aber 10 Konstitution für 75 Mana, wenn man Mana-Probleme hat, ist nicht so gut. Ich glaube, Crit ist ja nicht so gut, deshalb eher 300 Gesundheit. Ja, da brauche ich auch noch Hilfe. Welchen soll ich für den Jäger nehmen, wenn ich besonders auf Defensive achte? Aber natürlich auch gerne ein bisschen Schaden mache, aber das muss jetzt nicht unbedingt so sein, weil dann gehe ich nicht auf Crit. Außer den Fenfe-Tier. Ja, das muss ich dann ab Level, also mit Level 60 dann machen. Weiß ich leider nicht, also wer da gerne mir ein bisschen helfen kann, der darf das gerne machen. Und der Xyadin hat gefragt, ob wir mal mit dem Clan 300, wo er drin ist, glaube ich, mal eine Warzone-Schlacht machen. Ich plane es jetzt mal an heute Abend. Um 19 oder 20 Uhr so. Je nachdem, wie es euch geht. Können wir mal gerne machen. So. Dann verkaufen. Ich habe ein paar Items gefunden. Ein Stab. 36er Boots. Und hier einen Pfeil für 46. Und ja, für 49 Verfassung plus 2. Nicht schlecht. So,
Wir machen halt, weil es jetzt gerade wirklich nichts los ist und die Leveln halt auch relativ lame ist, mal ein paar Briefe austrage, Quests, dann kann ich auch ein bisschen besser reden über die Dinge, die so geplant sind. Ja, gut. Blöde Quest. Also haben wir uns jetzt noch weit in ein anderes Dorf, Gokstadt. Eben, es ist halt jetzt momentan echt viel Leveln und das ist halt nicht so toll für Gameplay. Ich könnte jetzt beginnen mit Schneiden, aber wegen dem ADHS, das ich habe, ist es echt schwer, da immer wieder die Kontrolle über die Sekunden und so zu haben. Und zwischen den Schnitten ist immer so ein kleiner Stopper für eine Sekunde oder so. Und das ist natürlich auch nicht so schön. Ich will ja schon Qualität haben. Aber dafür brauche ich ein super Programm und ich weiß nicht, welches Programm ich holen soll. Da eben alles mega teuer sind, die irgendwie kosten. Ja, und eventuell halt monatlich kosten, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Muss ja schon den Minecraft Server zahlen und andere Spiele, andere MMORPGs kosten auch monatlich. Da kann ich jetzt momentan halt einfach nicht ganz monatlich immer. Ich gehe unten durch. Ja. Immer alles klar halten, weil ich ja nicht so viel Zugriff auf mein Geld habe. Das ist alles auf einem anderen Konto, wo ich keinen Zugriff habe. Und ja, wäre toll, wenn ihr mal eventuell ja, spenden könntet oder so, damit ich einfach Geld bei mir habe auf meinem Konto. Weil momentan ist Weihnachtszeit, da passiert sowieso nichts bei den Beiständen. Und ja, ich fühle mich halt eben nicht bereit, jetzt wirklich viel noch weiter gerne zu zocken mit euch, also Let's Plays zu machen oder Livestreams, weil mein ADHS ist momentan wirklich in einer extremen Situation, dass alles zu viel Ablenkung führt, weil alles intensiv in meinem Kopf drin ist. Könnt mal vorstellen, ein Professor, der anstelle von einer Rechenaufgabe tausende Rechenaufgaben aufs Mal macht. Karussell im Kopf, sagt man dem. Und das über mehrere Jahre im professionellen Studium und mit viel Zwang zum Erfolg und so. So ungefähr fühle ich mich pro Tag. Und das immer wieder. Ich brauche also sehr viel Erholung. Weil mein Körper natürlich sehr viel zeigt, ja, er möchte gerne Sport machen, er möchte gerne stärker werden und so weiter. Und dann kann man halt nicht unbedingt so gut Let's Playen und Livestreamen. Deshalb habe ich meistens auch Sprachprobleme. Manchmal nicht weiß, was ein Name nicht weiß oder nicht gerade weiß, was ich jetzt weiter erzählen soll oder so. Aber das wird wieder runtergehen, wenn ich dann wirklich bereit bin für Fußball, also echt aktiv Fußball spiele. Damit ich einfach die Kraft, die in mir liegt, auch rausbringen kann. Also ihr könnt sagen, in meinem Kopf ist Stau und der kann nur raus, wenn er intensiv körperlich sich anstrengt. Und ich würde ja gerne immer vor dem Let's Play ein Fußballspiel machen oder so und dann Let's Playen, da fühle ich mich immer viel besser, viel lockerer. Aber ja, das geht halt auch nicht wegen Asthma, sonst habe ich noch Keuchhusten. In dem Let's Play. Das ist aber schön locker, deshalb kommen eigentlich nur ein oder zwei Parts pro Tag. Tut mir leid, ich würde gerne mehr zeigen, aber eben körperlich geht es halt nicht so gut. Und ich muss schauen, wie lange ich livestreame pro Tag oder ob ich jetzt überhaupt pro Tag mache. Ich möchte mich ja nicht überfordern und es kommen wirklich schwere Zeiten auf mich zu, weil ich jetzt beginne mit dem mit dem Fußballspielen richtig aktiv. Ich habe immer nur so, ja, soll man sagen, Bolzplatzfußball gespielt, ohne Geld zu verdienen. In einem Team aus dem Dorf. Und das war natürlich eher Fanservice als professioneller Fußballclub. Ja, und jetzt habe ich einfach die Bestätigung bekommen, dass ich sehr talentiert bin im Fußball. Sagen viele, also eigentlich alle, die mich kennen.
also mich schon gesehen haben, Fußball spielen, und deshalb möchte ich da auch mehr Konzentration hinlegen. Let's Play Champions of Recken wird nie aufhören, außer es geht wirklich nicht mehr vorwärts oder viele Leute hören halt auf mit Regnum, dann höre ich halt auch, ja, als es sich nicht mehr lohnt. Tut mir leid, aber ich bin halt auch eher ein bisschen abhängig von anderen Leuten. Und deshalb, ja, muss ich da halt dann auch irgendwie, ja, aber Dankeschön für die vielen Aufrufe, für die vielen Aufrufe Dauerzahlen. Und auch für die positiven Kommentare, auch wenn es mal langweilig ist. Dass es euch nicht anscheißt oder ja, mach mal besseres Gameplay oder so. Dürft ihr gerne absagen, wenn es euch stört. Es ist eben nichts los, also es wird nicht mal geschrieben, wo sie sind. Die machen einfach gar nichts. Gut so, wenn sie es nicht wollen, aber es ist halt schon ein bisschen. Ja, der Clan ist immerhin aktiv ein bisschen, also Marben vor allem. Aber so, wenn ich jetzt gerne mal aufnehme oder so, ist meistens nichts los. Und deshalb habe ich schon gedacht, ich werde am Abend livestreamen, damit ich am Abend nicht aufnehmen muss, wenn ich zu müde bin. Also, wenn ich halt einfach am Warten bin, oder? Ja gut, vorgestern habe ich ja aufgenommen und am Abend, da war auch etwas los, als wir da ja, bei den Ecken waren, bei Samal. Aber da habe ich, glaube ich, gar nicht aufgenommen, wirklich gerade. Ja, das war halt einfach nur zu stressig, die Aufnahme wäre nicht gut bei euch angekommen, immer wieder vorwärts und dann wieder zurückfahren lassen, wieder vorwärts zurückfahren. Das würde euch wahrscheinlich noch mehr anscheißen, als hier ein bisschen herumlaufen und ein bisschen mehr zuzuhören. Weil ihr kennt ja das Spiel scheinbar, also dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr zockt und ob ihr eben zockt. Also Kommentare sind halt wichtig für mich, damit ich auch ein bisschen sehe, ja, die Interesse ist da, ihr dürft gerne aktiv sein, ihr dürft auch in-game mit mir spielen, Raalsius, wer es nicht weiß. Und ja, damit einfach ein bisschen etwas lebendig ist, damit ich nicht nur Videos mache und ja, die Kommentare sind meistens halt der in-game, oh, ich bin der und der Service und so. Ich habe schon sehr viel kennengelernt. Viele haben es natürlich auch ein bisschen versteckt gemacht, klar. Und denen sage ich natürlich nichts. Wenn sie sich lieber versteckt halten sollen, dann sollen sie es. Und ja, für die Unterstützung vor allem von ein paar Leuten, wie zum Beispiel der Kanos oder der, ja, die Kaladin Stormblessed hat, glaube ich, auch noch mir ein paar Sachen geschrieben. Infamous Reaper kenne ich jetzt gerade gar nicht. The Dark Man Bear BBRH, der hat mir geholfen, ein paar Bosse zu töten und ja, kann halt nicht so gut Englisch, weil er Mexikaner ist, glaube ich. Er ist von Mexiko. Echt cooles Land, halt wegen dem Drogenkrieg ein bisschen. Ja, negativ in den Nachrichten manchmal, aber mega schönes Land und tolle Menschen dort. Ja, eben der Zetus Xiadin hat gefragt, ob er mit mir mal mit dem Clan 300 und dem Clan Braces zusammen ein bisschen etwas machen. Und eben gerne, in einem Livestream hat er geschrieben, da mache ich gerne. Und die Mauer ist wieder hier. Hallo. Die Mauer ist hohl. So, er ist wieder da. Seit ungefähr 20 Tagen war er AFK, also weg. Jetzt ist er wieder da. Weil Black Scorpion ist einer, mit dem haben wir schon viel gemacht und so weiter. Sie haben meinen Peschi getötet. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Ja. Ich glaube, er ist AFK. Hi.
Ja, ich bin viel zu langsam für ihn. In 20 Tagen habe ich kaum etwas erreicht. Deshalb ja, weil er geschrieben, wer als erstes Level 60 ist, und ich habe natürlich sofort abgelehnt. Ich bin einfach kein guter Leveler. Ja, eben. Die Krankheit macht mir halt immer so einen Druck, dass ich manchmal recht schnell wieder aufhöre zu tun. Ja, ist auch nicht schlimm. Vier Brötchen. Auf Wahl. Okay. Lecker. Ja, in Regnum wird man ein bisschen öfters gekillt, Pia. Oder Lea, ey. Ja, das ist leider so. Aber der Humor im Clan ist einfach nur fantastisch. Gestern Abend haben wir geredet über Wohnungen und so. Und ich habe geschrieben, dass ja, ich gerne eine neue Wohnung hätte, weil meine alte so richtig schrottig ist und so. Und dann habe ich natürlich schon echt gute Tipps, aber lustige Tipps bekommen. Also richtig tolle Tipps, die mir überhaupt nicht weiterbringen. Dankeschön, vor allem an. Muss ich nochmal kurz schauen, wie er hieß. Ach Gott. Meine Nämchen. Ah, es ist ein IPX, genau. Oh, deshalb bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe bei I nachgecheckt. In meiner riesen Datenbank im Kopf. Ja, echt ein toller Mensch. Er ist Börsenmakler scheinbar. Also, nee, sag mal Makler. Nee, Börsenbankier. Und, das ist völlig eine fremde Welt für mich, weil ich eigentlich kaum aufs Geld schaue. Ich muss nicht sparen. Ah ja, über Essen haben wir auch noch geschaut, geredet. Dass es besser wäre, nicht irgendwie Bioprodukte oder vegane Produkte zu kaufen, sondern aus dem Dorf und so vegane Sachen vor allem. Weil es natürlich eben echt viel umweltschonender ist und so weiter. Und ich mache ja das. Ich bin ja einer, der geht in, ja, Läden in der Schweiz, die so klein sind, aber vor allem eben sehr umweltbewusst sind. Und ich bin froh, dass ich das mache, ohne eigentlich irgendwie auch richtig zu denken drüber. Ich kaufe das halt einfach. Mein Schatz, unerreichbar. Das ist eine Qual. Und über Schätze haben wir auch geredet, die immer am blöden Spawnorten sind sie ziemlich wieder da, oder Magneten am Vulkankrater, an der Vulkankraterwand. Da habe ich ein Bild bei Steam gepostet. Wer Lust hat, mal ein paar Bilder zu sehen über Regnum, darf gerne mal mich bei Steam adden. Oder einfach in meinen Kanal reinschauen, dort bei Steam. Hat recht viele Bilder, die ich immer wieder mache. Müsste auch öfters in-game ein paar Bilder machen. Das ist doch ein schönes Bild. Hör auf zu reden! So, Screenshot. Save it. Also, wo bist du da vorne am Brunnen? Ha, der Brunnen hängt ab. Mit der Frau. Yeah, ein paar XP bekommen. So. Ja. Hat er was geschrieben? Ja. Ich merke einfach, weil ich im Let's Play immer so ein bisschen abgelenkt bin und die Kommentare natürlich nicht so gerne abchecke.
Aber ich bin eigentlich immer einer, der checkt noch alles ab, bevor er offline geht oder sonst irgendwas macht. Einfach immer zu spät. Ja, Valhalla, Schmuck gezahlt haben, ja, die sind schon ein bisschen arm. Aber nur fast. Ich schreibe es jetzt nochmals. Ich habe die Antwort, glaube ich, schon mal bekommen. Aber ja, an Monstern lohnt sich nicht so. Und ich bin einfach noch zu schwach, um wirklich die ganze Zeit Spiele zu töten, oder? Ja, Niflheim war voll. Ich weiß noch, Niflheim war der beste Server. Ich war beide Muspel und Niflheim. Aber Niflheim war ich viel mehr und da war ich natürlich auch Game Master. Mit den Iggen, glaube ich, noch damals. Ja, ich war, glaube ich, Igge. Da war ja dieses Pavillon. Hier. Und da waren immer Events, da habe ich immer natürlich ein bisschen motiviert, die Leute und so weiter. Zum Krieg animiert. Naja, ich glaube, ich war auch Syrte. Stimmt. Weil damals habe ich 2013 dann, also 3, 4 Jahre später, habe ich dann die, wie hieß sie schon wieder? Monika, die Heilerin, glaube ich, hieß sie, gezockt. Mit dem bunten Karneval-Ding. Gibt es das eigentlich noch? Glaube schon, oder? Karneval. Wo ist der Ding? Gestaltung? Nee. Kleidung, okay. Ich könnte mir das Karneval anziehen. Als Mann. Gibt's nicht mehr? Hä? Oder gibt's das nur in Cities? Ah ja, hier gibt's doch irgendwo auch ein Ninja-Kostüm. Ja. Da würde ich lieber das normale nehmen. Habt ihr Lust, dass ich mich so anziehe? Genau, Ninja Krieger-Anzug und Ninja Krieger-Maske. Also die Ninja-Maske. Also nicht das Tolle mit dem Glitzerzeug. Das ist eher für Barbie-Liebhaber, sondern das andere. Das Dunkle. Aber mir gefällt es nicht so. Es sieht nicht so nach Ninja aus. Es sieht eher nach Karneval aus. Nice. Aber ich glaube schon echt unbalanciert. Also, wenn Valhalla wirklich europäisch besser ankommt, weil der andere ja Amerikaner ist, der da, dann werde ich eventuell irgendwann mal auch in Valhalla anfangen. Aber dafür brauche ich ja einen zweiten Account und die wollen ja nicht, dass man zwei Accounts hat. Wird nur spannend, was sie mit dem Server mal machen. Ja, es ist also unschlüssig. Also natürlich schon geil, immer wieder Ding zu haben, deutsche Spieler. Aber ja, da fehlen die Spanier, die Englischen. Und so. Das ist nicht so gut. Also ich bin glücklich in Ra, weil es eben auch relativ andere Sprachen gibt. Es war anfangs immer wieder ein bisschen schwieriger. Aber irgendwie so ein Event, also Game Master Content. Game Master machen eigentlich nichts mehr. Was machen die den ganzen Tag? Vielleicht irgendwelche PNs kommentieren. Aber so richtigen Usekonten gibt es leider nicht mehr.
Finde ich echt schade. Aber immerhin werden jetzt auch wieder Forts eingenommen. Ah, ziemlich viele. 4 Forts jetzt eingenommen seit einiger Zeit. Seit ungefähr einer Stunde oder zwei. Das Bett ist da vorne. Eine neue Quest gibt es, glaube ich, erst ab Level 49 wieder. Arguan. Okay, ein neuer Spieler. Scheinbar. Also ein neuer Charakter. So, was haben wir? 25, okay. Dann gehen wir noch runter nach Rorikstadt. Kein Problem, bin mal AFK. Was wird auch hier im La weniger los sein? Gibt es eine Body? Ja, abends ist meistens Party. Also, dass wir in Party sind, nicht Party machen. Aber eben, ja, es ist so, viele haben keine Lust und ziehen die anderen mit. Und deshalb ist der Clan meistens manchmal echt inaktiv. Das ist leider so. Kann man nichts machen. Aber eben, ich kann halt auch nicht gerade so viel machen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag regnen, zocken und völlig, völlig aktiv sein. Aber ich mache halt so viel Sport. Muss auch immer wieder recht viel schlafen zum Regenerieren. Was ich nicht kann, dann immer wieder in der Nacht online bin hier in Regnum. Oder am frühen Morgen. Also um 8 Uhr, 9 Uhr bin ich dann auch manchmal hier. Also kann ich nicht, meistens nicht volle Stunden am Abend livestreamen und so wird möglich. Jo. Aber eben, die Leute müssen an sich arbeiten, damit es den anderen auch gut geht, als auch an den anderen ein bisschen etwas arbeiten. Je mehr ihr aktiv seid, desto mehr macht euch Regnum auch Spaß. Und ihr dürft ja immer wieder Pausen machen. Könnt ihr ja zum Beispiel bei mich schauen, wie ich zocke. Weil ich ja eben Gameplay, also Let's Plays mache und Livestreame. Müsst ihr nicht die ganze Zeit eure Hände benutzen. Also so schwer ist es ja nicht, Hände zu benutzen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, sie tun sich gegenseitig ein bisschen die Motivation nehmen. Ja, der andere macht auch nichts, mache ich auch nicht so viel. Das ist ein bisschen schade, weil Alsius ist das schlechteste Reich. Und ja, das zweitschlechteste eigentlich, Ignis ist jetzt momentan schlechter. Also von den Forteinnahmen und von den Invasionen und so, von den Steinen, ist es eigentlich am schlechtesten. Aber gut, die dürfen auch gerne etwas machen. Also, ja. Auch euch, Igen, top, top, toi, toi, macht ein bisschen etwas. Und man uns hat auch, eben, wir müssen uns nicht immer bändigen von den Syrten. Wir haben jetzt gezeigt, dass die Syrten auch kaum Chancen haben gegen mich, wenn wir wirklich zusammenspielen, wie zum Beispiel gestern oder vorgestern. Nein, gestern war der Drachenwunsch am Morgen. Ja. Dass wir das auch können. Und jetzt sind sie wahrscheinlich wieder aktiv für die Syrten. Deshalb müssen wir jetzt wieder mehr machen. Also, haben sie noch was geschrieben? Wetter nun in der Welt zu fahren. So. Also, jetzt muss ich nach Gokstadt wieder. Oh Mann, das ist so langweilig. Ich werde sicher noch viele Reichsquests machen, damit ich Level 45 bin. Dann habe ich einen Langbogen mit 30 und Mittel. Dann werde ich in der Warzone wieder mehr machen, also wahrscheinlich heute Abend noch ein bisschen leveln. Aber auch mit dem Clan 300, wenn er dann aktiv ist, also wenn er dann schreibt. Er ist irgendwie heute gestern Abend gar nicht aktiv gewesen, der Xyadin. Xetrus Xyadin. Ist ein bisschen komisch, also schwerer Vorname, aber du hast. Für mich. Also eben wegen dem ADS, aber gut, Xyadin kann ich mir gut merken. Und ja, der Kanos und so ist halt auch nicht mehr so aktiv. Okay, der Kanos kommt manchmal noch, aber ich weiß nicht, was er macht. Ist er nur bei Freunden so. Wir sollten wirklich einen Clan, der deutsch ist, machen und nicht irgendwie 20 Clans, die deutsch sind. Und niemand ist aktiv. Das tut nicht so die Bindung.
Wir können ja den Clan die deutsche Einheit das so nennen. Fast X-te. Okay. Ich gehe nach Gokstadt, aber oben durch, weil das mir einfach ein bisschen angenehmer ist. Ah ja, ich wollte ja noch nach Birka, genau, und noch ein bisschen Magna sammeln, deshalb bin ich jetzt hier hoch. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Zock nicht zu viel. Und ja, viel Erfolg bei der Warzone-Schlacht und so. Tschüss.